Hallo ihr da! Herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Make Dark Souls 2 Great Again, meinem positiven Playthrough von der Scholar of the First Sin Edition von Dark Souls 2, wo über Lore spekuliert wird, heftig spekuliert wird. Im letzten Teil habe ich sehr viel Stuss auch ein bisschen geredet, also ein bisschen unzusammenhängend zumindest geredet. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden, was ich meinte. Ja, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen gesammelt, ja, im Vergleich zum letzten Teil. Da hat mich auch der Anruf, den ich bekommen habe, ein bisschen rausgebracht. Aber jetzt bin ich wieder frischen Mutes am Start. Wir sind immer noch hier in der verlorenen Festung. Die werden wir auch in diesem Teil weiter erkunden. Als allererstes aber, liebe Freunde, möchte ich noch ein paar Sachen vorlesen. Nicht von euch, sondern die wir eingesammelt haben beim letzten Mal. Außerdem habe ich noch eine Estus-Falkon-Scherbe. Könnte ich eigentlich zurück nach Majula. Mache ich vielleicht auch noch. Aber bevor wir das tun, liebe Freunde, ich habe beim letzten Mal ein bisschen was eingesammelt. Und zwar ein Schild und ein Gewand von einer Erzdrakensekte. Liebe Freunde. Und zwar aus Lindelt kommen die hier. Interessant war, dass wir dieses Gewand hinter einer Mauer gefunden haben, die wir aufgesprengt haben. Also, der Typ hier, der wurde hier sogar eingemauert, möchte ich sagen. Oder zumindest da ist man ganz auf Nummer sicher gegangen, dass der nie wieder rauskommt. Da hat er nicht wie hier in der verlorenen Festung üblich für ein Gefängnis irgendwelche Gitterstäbe bekommen. Nee, der hat eine Betonmauer bekommen. Ja, liebe Freunde. Also, das war hier ein Erzdrakenanhänger. Gewand der Erzdrakensekte aus Lindelt. Man weiß nicht viel über die Erzdrakensekte und ihre uralten Rituale. Wer sich ihnen neugierig nähert, der verschwindet schlicht. Die Erzdrakensekte hütet die Historien von Lindelt, so etwa auch die einzigen Dokumente seiner Gründung. Dieses Werk wird aus gutem Grund vor aller Augen verborgen. Vielleicht, ne, liebe Freunde, weil, die ganz böse Dinge machen. Die gute Erzdrakensekte von Lindelt. Ihr merkt schon, Erzdrakensekte, Drachen, Erzdrachen, ne, die Urdrachen. Interessant ist das vielleicht, dass die quasi, weil es ja auch eine Sekte ist, dass die sehr fanatisch sind, was die Erzdrachen angeht. Die trifft man dann auch später an den Orten mit wieder, wo Drachen ja auch eine wichtige Rolle spielen. Oder zumindest dort, wo sie, wo man denken könnte, dass Drachen oder zumindest die Anbetung ihrer alten Drachen so eine kleine Rolle spielt. Interessant ist, dass man, wie gesagt, hüten die Historien sehr, 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 sehr streng, ja, steht hier. Und die Erzdrakensekte, es kommt aus Lindelt, da kommt auch die gute Lysia her. Könnt ihr euch die Dame erinnern, die hierher gekommen ist, um Leuten Wundern zu geben und sie vom Glauben quasi zu überzeugen, der in Lindelt herrscht, weil die ja immer noch quasi an diese, naja, nicht an, die glauben nicht mehr an die alten Götter, aber sie glauben zumindest an Gottheiten oder an die Nachkommen der Götter aus den, also die, der ersten Lords, Gwyn und seine Bande sozusagen. Und die hier, die verehren nicht die Götter selbst, sondern die Erzdraken, also die noch vor den eigentlichen Lords kamen, vor Gwyn, waren ja wie gesagt die immerwährenden Drachen, die Erzdrachen. Und ich glaube, dieses Werk, diese Historien, diese Dokumente über seine Gründung, die sind aus gutem Grund verborgen, weil, wie gesagt, da glaube ich, die wahrscheinlich nur vorgeben, dass sie irgendwas mit den Erzdraken zu tun haben, ja, dass sie quasi einfach so ein Heuchler, wie alle größten, also wie ja immer, ne, habe ich ja schon mal erwähnt, in Dark Souls Universum, die haben sehr viel Kirchenkritik, weil, wie gesagt, Japan ja auch ein relativ, also die haben ja den Shintoismus dort, also gerade der christliche Glaube, so mit Götter und Blitzen, diese westlichen Glauben, die sind ja in Japan nicht so sehr verbreitet. Und ich glaube, generell diese Ansicht, dass man eine Institution braucht, wie die Kirche, um an etwas zu glauben, ist vielleicht für Japaner sowieso so eine gewisse, die glauben zwar auch an alte Wesen und alles sowas, aber die haben auch Tempel, aber die haben jetzt nicht quasi irgendeine Institution, die irgendwelche, also, weil die Regeln der Kirche, ja, also sei es zum Beispiel die 10 Gebote oder so, das ist von Menschen gemacht. Also klar, die Kirche sagt, das hat Gott ihnen gesandt, aber logischerweise, wie ich jetzt zum Beispiel als Agnostiker oder als, na, ich bin jetzt eigentlich kein Atheist, ich bin eher Agnostiker, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir sind natürlich dann der Überzeugung, ey, sag mal, das ist natürlich von Menschen gemacht, die Bibel ist von Menschen geschrieben, das hat nicht irgendein Gott, Jesus hat sich hingesetzt, das ist mein Tagebuch sozusagen, sondern klar, und so ist es natürlich auch mit der Kirchenkritik in der Souls-Reihe, dass sie halt quasi, dass diese ganzen Glaubensleute, die sind alle immer sehr bigott, sehr heuchlerisch, weil sie eben, ja, nicht nachweisen können, ja, das hat uns Gott so gesagt, sondern die nehmen das immer als Ausrede, um zu sagen, das machen wir so, weil das haben uns die Götter so gesagt. Oder vielleicht in diesem Fall hier die Erzdraken, also die Erzdrachen. So haben wir auch ihr Schild,
wo auch ein bisschen was drin steht. Schild der Ernstdrakensekte Lindels. Der Draken wurde zu Ritualzwecken eingraviert. Also Draken, ne? Das ist ein Drachen. Ich kann es vielleicht mal dann ausrüsten. Der Schild ist jedoch äußerst funktionell. Die Geheimnisse der Lindelt-Rituale werden von der Ernstdrakensekte bewacht. Nur ganz wenige haben hier Einblick in ihr Wissen erhalten. Ein Wissen, das auch die wahren Ursprünge der Ernstdrakensekte umfasst. Also zum Beispiel, dass wahrscheinlich sich irgendwelche Leute zusammengesetzt haben und vielleicht mal gesagt haben, ey, es gab mal früher diese Erzdrachen, habe ich mir sagen lassen. Vielleicht haben sie ja auch mal einen gefunden. Wir sollten die vielleicht anbeten und dann andere von unserer Religion überzeugen. Ne? Ihr seht, also dieser Draken, das ist hier, also ist diese Flügel da oben. Ne? Und ihr seht ja auch, das ist eher so ein Draken, ist ja nicht ein richtiger Drache, sondern eher so ein Nachkomme oder so ein falscher Drache, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und das ist auch so ein bisschen ein Hinweis, dass auch wahrscheinlich auch die Sekte nicht ganz so, naja, vielleicht koscher ist. Übrigens, das Ding hat ziemlich gute Werte, ja, skaliert, ich weiß gar nicht, mit was das skaliert. Das skaliert mit C und D, ist ganz gut. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, die Verteidigungswerte davon, wenn man das jetzt im Vergleich sieht zu meinem Dingsschild. Na, es ist besser. Es ist eigentlich besser sogar. Es ist sogar nicht mal, es ist gar nicht mal so gut. Aber es hat eine höhere Magie, Abwehr. Logischerweise, weil, wie gesagt, die Drachen, wie Sieve zum Beispiel, die sind ja, werden ja mit Magie immer in Verbindung gebracht. So viel dazu. Gut, mit der Erzdrachensekte habe ich gemacht. Ich gehe zurück nach Majula, gebe noch meine Schärpe ab. Meine Estus-Flakon-Schärpe, die kann man gut gebrauchen. Das Wanderer-Set, das haben wir uns auch noch nicht durchgelesen, aber ich glaube, da ist nicht so viel Lore dran, weil der Wanderer ist ja einer der Startklassen. Aber ich glaube, da ist nicht so viel Lore dran, das Wanderer-Set, das ist das hier, der Wanderer-Mantel. Genau, ein Mantel für Vagabunden, leichtes, stabiles Leder für lange Reisen gefertigt. Nee, da ist nicht so viel Lore dran, genau. Ansonsten, das ist hier noch, habe ich noch irgendwas beim letzten Mal? Glaube ich, während meiner Farming-Runs, habe ich da nicht noch irgendwas entdeckt, was irgendwie wichtig wäre? Ach so, hier, doch, von der Varrega-Rüstung. Ich habe nämlich das komplette Varrega-Set gefarmt in der Niemandswerft. Und da steht immer noch was drin. Von Varregern, den Schrecken der Meere getragene Rüstung. Die Küste im nördlichen Drang Lake ist schier endlos. Jenseits des Nordmeers liegt ein unerforschter Kontinent, der als Heimat unmenschlicher Wesen gilt. Ich glaube, die Varreger, die haben diese unmenschlichen Wesen gesehen und vielleicht auch mit ihnen sogar gekämpft. Denn ich glaube, dass diese unmenschlichen Wesen, das sind die Riesen, die hiermit gemeint sind. Denn da können wir, gut, dass wir da in Majula sind, liebe Freunde. Da kann ich das immer wieder, was ich immer wieder erzähle, wenn wir hier in Majula sind. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Guckt mal, liebe Freunde, wie ich das wieder kann. Wie ich das wieder geplant habe. Ich habe es nicht geplant, aber ich habe es gemacht. Während hier nämlich am Monument, übrigens meine 31 Tode, wenn ich 100 Tode erreicht habe, gibt mir der gute Solden übrigens ein Lord Vessel, sondern ein Soul Vessel, also wo ich mit respecken kann. Während hier, wie gesagt, meine Tode eingraviert sind, online sind übrigens ja, also wenn ich online wäre, ich bin aber offline, stehen hier nur meine Tode. Online stehen die Tode aller Spieler. Hier übrigens steht, ein Buchstaben sind bis zur Unendlichkeit zerschlissen. Wie gesagt, es gibt in der portugiesischen Ursprungsversion, stand hier was. Und hier stand, die Riesen kamen übers Meer, um ihr Geschenk zurückzuholen oder um eine ihr wichtige Sache wiederzuholen, sozusagen. Das stand hier. Also auf jeden Fall stand dort, die Riesen kamen übers Meer. Und da, logischerweise, da wir ja auch gesehen haben hier, der Wald der gefallenen Riesen, so heißt es, Wald der gefallenen Riesen, nicht der verlorenen, sondern der gefallenen Riesen. Beim letzten Mal war mir das nicht so bewusst. Da sehen wir ja eine Küstenfestung und klar, dann kamen die Riesen hier übers Meer und haben als erstes die Küstenfestung angegriffen, weil das war die erste Verteidigungslinie von Drang Lake. Und da haben die dann miteinander gekämpft, sozusagen, weil sie über das Nordmeer kamen. Ja. Von daher, und das wird ja wahrscheinlich hier irgendwo hier wird ja wahrscheinlich das Nordmeer sein. Wahrscheinlich dort oder so. Nehme ich jetzt einfach mal an. Weil hier, logischerweise, ist es die aufgehende Sonne. Und da wissen wir, das ist Osten. Das bedeutet, der Norden ist da. Ja, über das Nordmeer. Vielleicht liegt das Meer ja auch im... Das Meer liegt gar nicht im Norden. Das Meer liegt im Süden, wenn wir uns die Karte angucken, die beim guten... Ach, das macht... Das und From Software. Naja, gut, ihr und eure Sachen wieder. Das ist ja schon, wie gesagt, man muss ja sagen, Dark Souls 2 ist ja nicht fehlerfrei, das habe ich ja nie behauptet. Ich versuche bloß hier so ein bisschen Teufelsadvokat zu sein und seine Fehler immer so ein bisschen zu kaschieren. Aber auch die anderen Spiele haben ja, wie gesagt, auch ihre Fehler. Dark Souls 3 hat seine Fehler und auch Dark Souls 1, das ja von allen als Meisterwerk immer gehypt wird, hat seine Fehler. Liebe Freunde, ich sage nur das verlorene Isalid zum Beispiel. Ja, also, nur so, als kleiner Hinweis. So, ich habe eine Scherbe, meine gute Feuerhüterin.
möchte bitte meine Estus-Flakon-Scherbe bei dir einlösen und meinen Estus-Flakon damit verstärken. Sehr, sehr gut. Sie setzt mich weiter zusammen, beziehungsweise mein Estus-Flakon setzt sie weiter zusammen. Habe ich genug Seelen zum Aufsteigen eigentlich? Ich glaube nämlich... Ja, ach, guckt mal, liebe Freunde. Dann können wir weiter in... Mach Stärke und Geschicklichkeit können wir ein bisschen... Ah, na gut, die 400 Seelen, die habe ich noch. Liebe Freunde, die 400 Seelen, die habe ich natürlich noch. Die wir dann zum Aufleveln hier benutzen können. Und dann geht es definitiv weiter im... Ach ja, ich habe sogar mehr. Aber ich glaube, für mehr reicht es nicht, nee. So. Okay. Ja, das sollte reichen. So. Ja. Danke, dass du mich dran... Nein, Quatsch, ich will aufsteigen. Danke, dass du mich immer an meine Pflicht erinnerst, liebe Smaragdbotin. Oder wie eigentlich dein richtiger Name ist. Ach, nee, den verrät sie noch nicht. Den verrät sie uns irgendwann selbst. Mit deiner schönen Feder, die du da hast. Sehr, sehr schön. So, okay, dann gehen wir jetzt weiter, liebe Freunde. Wir haben genug über Erzdraken und so geredet. Wir kommen noch, wie gesagt, dazu. Und beim letzten Mal, wie gesagt, habe ich ja auch lang und breit über... da haben wir es übrigens nochmal, das Erzdrakengewand. Habe ich ja, wie gesagt, lang und breit über die Bedeutung... oder beziehungsweise über die Timeline von Souls gesprochen. Ja, wie gesagt, liebe Freunde, ich werde das noch weiter ausführen in den nächsten Videos immer mal wieder. Ich glaube, war nicht hier sogar dann... War die hier oder war die später? Die war später. Die war weiter oben, ne? Ja, die war weiter oben. Die Sache. Denn wir setzen uns in diesem Teil wieder mit einem guten Halten. Achso, das war hier, ne? Genau. Hä? Wo ist er denn hin? Boah, hier nicht immer noch ein... Nein, dann haben sie in der Edition hier verändert. Oder kommst du hier einfach von irgendwo runtergesprungen? Nee. Da sieht man übrigens drüben noch ein schönes Leuchtfeuer. Ich wusste es doch. Wo kamst du her? Du Penner. Ich glaube, er kam wirklich da raus irgendwo. Oder von irgendwo runter. Egal. Auf jeden Fall nehmen wir diesen Gegenstand auf. Das ist nämlich der Festungsschlüssel. Den kriegt man eigentlich erst woanders. Wenn ich richtig informiert bin, oder? Den kriegt man doch eigentlich erst woanders. Na egal, wir lesen uns ihn durch natürlich, selbstverständlich. Wo ist er? Da. Genau. Öffne Zellen in der verlorenen Festung. Schlüssel zu den Zellen der verlorenen Festung. Vor langer Zeit begann ein Festungsherr, ob der raschen Ausbreitung des Fluchs im Landes verzweifelt, jeden Untergebenen als Träger des Fluches anzusehen. Und so sperrte er sie massenhaft ein. Ja, haben wir ja schon herausgefunden. Die gesamte Festung wurde zu einem Gefängnis, das man, wie seine Insassen, der Verrottung überließ. Ja, und ich glaube, wie gesagt, irgendwann wurde auch hier jemand ganz Bestimmtes eingesperrt. Aber dazu dann später mehr, wenn es dann da weit ist. Also hier wurde definitiv jemand ganz Bestimmtes eingesperrt. Du warst hier hinten, ja, genau. Du warst, nee. Ach, war das... Ja, genau. Wo ist es? Oh, jetzt habe ich es verpasst. Nein. Da sind sie. Das ist neu. Das waren Gargoyles, liebe Freunde. Das ist neu. Das gibt es nur in der Scholar of the First Sin Edition. Woanders gibt es das nicht. Also da sieht man die nicht. Das gibt es nur in der Scholar of the First Sin Edition. Das soll so einen kleinen Vorgeschmack auf einen eventuellen Bosskampf liefern. Genau, so war das hier, liebe Freunde. Und außerdem können wir jetzt rein theoretisch darüber springen. Das mache ich aber noch nicht. Wir gehen erstmal noch da hoch. In der Hoffnung, dass es da noch irgendwas gibt. Ich glaube, ja. Genau, hier oben gab es nämlich, genau. Hier oben gab es den blödesten Ort, wenn man mich fragt. Und die coolste Tür. Wo ist sie? Wo ist er? Wo seid ihr? Da. Nein. Aus, Amon. Oh Gott, zu zweit. Ihr Penner. So, Ruhe. Nein, aus. Oh, da hast du mich noch getroffen. Ich glaube, es hackt. So, und hier gibt es auch die coolste Tür. Neben den blödesten Fallen. Also das Ding hätte auch den ganzen Raum übrigens explodiert. Der Typ, der hier hinten saß, der wäre einfach so explodiert. Der hätte den ganzen Raum mit sich mitgenommen. Weil ich glaube, das sind alles größtenteils explosive Fässer, wenn man mich fragt. Glaube ich zumindest. Bin da jetzt nicht mehr so ganz... Ja, hier war zumindest eins. Voll reingerollt. Super gut, Philipp. Super gut. Ich dachte, ich bin ein bisschen besser mittlerweile. Aber nein, liebe Freunde, wir sind schlechter. Und da bricht die Framerate ein, aber sowas von. Beste Tür, liebe Freunde.
beste Tür. Don't give up, Skeleton. Genau, also diese Gargoyles, die gibt's nur in der Skull of the Fist Edition. Also, dass sie da so rüberfliegen. Ich glaube, ich bin mir sicher, das gab's im Hauptspiel nicht. Und das soll einem, wie gesagt, so einen kleinen Hinweis auf einen Bosskampf geben. Ja. Kann ich euch schon durch das Ding? Nee. Kann ich euch nicht. Na komm. Ihr Nasen hier. Ja, du willst explodieren. Na kommt ihr. Na komm. Och, hat er mich noch erwischt? Ich glaube, es hackt. Aufstehen. So, so kann man das ein bisschen besser regeln. Die Kollegen. Die sind scheiße. Das sind, wie gesagt, diese Insassen, von denen hier geredet wurde. Ich muss, glaube ich, jetzt mal das Fernglas hier absetzen. Mensch. Mm. Ach, Philipp. Es ist wirklich, du wirst alt. Bist für diese Spiele einfach nicht mehr gemacht. So, kann ich dich eigentlich noch von hier kaputt machen? Nee, ich glaube nämlich nicht, ne? Nee, aber ich kann das Ding kaputt machen, glaube ich. Nee, ich hab nur Holz. Nee, das sind nur Eisenpfeile, die ich habe. Nur keine Holzpfeile. Ja, explodier, komm. Selbstmordattentäter. Alle nicht so geil. So, hier oben war da noch jemand? Nein. Okay, hier drin ist definitiv noch einer. Gut, geil, 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 geil. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ja, die sind wirklich scheiße, die Gegner. Das muss man einfach mal sagen. Die sind wirklich dumm. Also die machen wirklich keinen Spaß. Also die kann ich... Ich sag mal so, fiese Gegner gibt es in jedem Souls-Spiel. Das ist definitiv der Fall. Und ich glaube, man sollte sie auch hier unterschätzen. Das war Sinn und Zweck der Sache, dass man die Gegner einfach unterschätzt. Ja, also dass man da nicht auf die Idee kommt, ah, vielleicht sollte sie doch nicht so leicht nehmen. Ja, und dann bestraft das natürlich das Spiel ganz vehement. Zum Beispiel hier. Sag mal. So. Dann du. So kann man sich die leicht aus dem Weg räumen. Wir gehen da gleich noch weiter, liebe Freunde. Macht euch da mal keine Gedanken. Springst du dich in die Luft? Ey. Ey. Na gut, dann halt nicht. So. Ist hier noch einer drin? Ja, okay. War auch noch. In diesen, logischerweise in den Käfigen sind die natürlich drin. So, habe ich hier irgendwo noch in der Nähe eine Fackel? Achso, da geht's weiter. Da geht's rein theoretisch zum nächsten Gebiet, aber da wollen wir noch nicht hin. Achso, ja, hier will ich auch noch nicht kurz hin. Wir wollen nur noch kurz was machen, liebe Freunde. Ich will noch kurz hier rein. Genau, denn ja, sieht man auch, dass hier irgendwann auch Leute nicht so gut behandelt wurden. Sage ich einfach mal. Hier könnte man nämlich einen Aufzug nehmen, aber wir könnten uns auch darunter stürzen. Weil da ist noch ein Item. Das gibt's auf halbem Wege, sozusagen. Aber bevor wir das tun, gehen wir noch ein bisschen nochmal hier weiter. So, denn hier könnten wir noch hier hingehen. Und wie gesagt, ein Raum, der eigentlich nichts bringt. Natürlich, liebe Freunde, ist da eine versteckte Wand dahinter. Ist ja ganz klar. Hier kamen wir her, genau. Das Item hole ich mir dann später. Das sieht man hier auch nochmal, dass man hier hinspringen kann. Ich glaube, das bringt nicht mal was, das Item, wenn man mich fragt. Aber egal. Wir holen uns erstmal die versteckte Wand. Und wenn man sich denkt, ey, cool, versteckte Wand. Geil. Geil, ein Item. Ja, liebe Freunde, genau hingucken. Hier hört plötzlich diese komische Steinbarrikade sozusagen auf. Also das kann sein, dass sie hier ist. Das kann aber auch sein. Was? Nee, doch nicht. Dann ist es doch so, dass sie da, wo die Steine sind, da können die versteckten Wände sein. Und da gibt es dann nämlich noch was. Und liebe Freunde, bevor wir hier rausgehen, sollte man wirklich erstmal noch sicher sein, habe ich alles, was man braucht. Denn dreimal dürft ihr raten, wer hier uns besucht. Yep, unser lieber Freund, der gute Tussur. Der besucht uns hier. Alter, ohne Spaß. Du Penner. Das gibt's nicht, Pursua. Du bist ja ein Penner. So, noch kurz meine Ausdauer. So. Penner, Pursua. Ja, also wie gesagt, ihr seht, der ist wirklich hier, spielt definitiv hier eine weitaus prominentere Rolle in Skull of the First Sin. Was ich auch ziemlich gut finde. Muss man einfach sagen, also ich finde das ziemlich gut, dass er eine weitaus prominentere Rolle spielt, weil er dadurch wirklich seinem Namen ja auch gerecht wird, nämlich Verfolger. Er verfolgt ja einen.
Also, und es ergibt ja auch Sinn, dass er einen verfolgt, weil, wie gesagt, er ist ja auf der Suche nach dem gebrandmarkten Untoten. Und wie gesagt, ich kann... Nein! Pessoa! Aus! Aus, Pessoa! Nein, bösartig. Ja. Wenn man übrigens auf seine Rüstung guckt, vielleicht zeige ich euch die beim nächsten Mal, oder vielleicht habe ich es ja hier nochmal jetzt ganz groß gemacht, schon während des Kampfes, mal gucken, sieht man auch, dass er wie so eine Art Brandzeichen, so ein untoten Brandzeichen auf seiner Rüstung hat, also auf seiner Brust zumindest. Da kommen so die ich würde sagen, es sind so ähnlich so Gesichter sogar, vielleicht blende ich ihn hier auch jetzt nochmal ein, den guten Pursuer, also Verfolger. Das sieht auch wirklich so aus wie, nicht runterfallen, Philipp, super gut. Ach Gott, Gottchen, nee. Ich bin, manchmal bin ich wirklich schlecht. Nee, also da sieht das so auch so aus, als ob quasi so wie so Seelen da aus seiner Brust kommen, wie beim untoten Symbol, das ja auch auf unserer Brust prangt. Und da, sage ich mal, da kann man auch nochmal den Schluss zu ziehen, dass er wirklich, wirklich, wirklich eine Art, also hier gehen wir übrigens gleich nochmal hin, liebe Freunde, weil ihr seht da drüben ja auch noch ein Item, da kommt man auch ganz leicht hin, oder, naja, leicht ist ein großes Wort, aber man kommt da auf jeden Fall noch hin, aber bevor wir das tun, machen wir noch was anderes. Nein, aber man sieht da auch dann die Parallele, die man zeichnen kann, dass er quasi auch sowohl ein auserwählter Untoter ist, oder zumindest vielleicht einer mal war, als auch, dass er, ach, das bringt mir hier gar nichts, richtig, als auch, dass er auf Untoten Jagd macht. Auf die Gebrandmarkten, sozusagen. Ja, Mensch, Herbert. Wir gehen jetzt hier lang. So, wir öffnen diese Tür. Das machen wir jetzt noch. Und rein theoretisch haben wir dann die Untotenfestung so gut wie abgehakt. Wir müssen dann nur noch bei den Dienstbodenquartieren nach unten. Und wir müssen hier... Habe ich das überhaupt? Oder muss ich das... Wartet mal, bevor wir das... Ich hab's... Bringt mir gar nichts, hier hochzugehen. Obwohl, ich kann das Leuchtfeuer freischalten. Nee, ich kann das Leuchtfeuer dadurch eben ja nicht freischalten. Das bedeutet, wir brauchen einen Duftzweig, liebe Freunde. Denn da oben wartet ein weiterer cooler NPC auf uns. Aber der ist leider, wie die gute Rosabeth, in Stein verwandelt worden. Deshalb können wir doch... Ach, Philipp. Mensch, einfach mal ein bisschen nachdenken heute hier. Einfach ein bisschen mehr nachdenken. Ich dachte, wir hatten beim letzten Teil unseren schlechten Teil. Nein, ich hatte in diesem Teil unseren schlechten Teil. Und eigentlich wollte ich noch die Fackel anmachen. Ist alles schlimm. So, liebe Freunde. Rein theoretisch bringt das eigentlich nur... Muss ich eigentlich nur runterlaufen. Eigentlich nur ganz schnell runterlaufen. Genau. Haben wir nämlich unser erstes Asketenleuchtfeuer. Ich glaube, es ist unser erstes Asketenleuchtfeuer, wenn ich richtig informiert bin. Hier ist keine versteckte Wand. Die sollte man definitiv... Und dann sieht man hier... Aber Fallschaden ist natürlich auch wieder in Dark Souls 2 so eine Sache. Da beschweren sich Leute übrigens auch, dass der Fallschaden in Dark Souls 2 merklich erhöht wurde. Ja, liebe Freunde, also da bin ich ja wieder bei dem Realismus, den das Spiel schönerweise an den Tag legt. Oh, ich hätte die Fackel gebraucht. Ich sehe gar nicht, wo ich hier runterspringen kann. Alter, ohne Spaß. Ich sehe wirklich nicht. Oh, muss ich meinen einzigen Flammenschmetterling... Ich habe, glaube ich, 3 Stück. Den muss ich jetzt, glaube ich, verwenden. Nee, da sind wir wieder bei dem Realismus, den das Spiel an den Tag legt. Denn, also wie gesagt, wie beim Waffen... bei der Waffenabnutzung und so weiter und so fort. Was habt ihr denn erwartet, wenn ihr mit einer Ritterrüstung irgendwo tief runterspringt? Wir sind zwar der auserwählte Untote, aber wir sind ja nicht He-Man. Ne? Ach, und übrigens, eine kleine, feine Kiste. Verwelktes Dämmerungskraut. Und rein theoretisch, wenn ich richtig informiert bin, sind wir jetzt unter den Dienstbotenquartieren? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, hier sind wir hier. Hab ich irgendwas, was Licht macht? Weil rein theoretisch, liebe Freunde, bin ich der Meinung... Ah ja, wir gehen jetzt mal hier rein. Ja, genau. Das bin ich der Meinung... Wo ist er? Ich gehe erstmal wieder hier hoch. Ich hoffe, er kommt nicht. Bin ich nämlich der Meinung, dass man hier dann noch irgendwo hinkommt. Und außerdem, dass, glaube ich, hier unten noch mit der zum Pursuer ging. Und hier, genau, waren wir dann da. Genau, da wollte ich noch hin. Und hier war doch auch irgendwo noch eine versteckte Wand. War die nicht hier? Oder war die dann später? Ich glaube, die war dann später. Die war dann hier. Genau. Da kommen wir dann nämlich hier raus, liebe Freunde. Eine Abkürzung. Ich glaube, war da nicht hier? War nicht noch hier eine versteckte Wand? Bin ich bescheuert? Oder war das die ich da schon meinte? Ich glaube, ja, hier war dann nämlich noch eine versteckte Wand. Glaube ich. Genau. Und hier kämen wir dann, liebe Freunde, nämlich wieder hier raus. Da ist der Turm von der... Wo das Licht aus ist. Ich glaube, es hackt. Ich habe das Licht angemacht.
Seht ihr das da hinten? Ich glaube, ihr seht das so. Am Rand des Bildschirms müsst ihr das sehen. Ich habe doch das Licht angemacht beim letzten Mal. Na egal. Liebe Freunde, bevor wir da weitergehen, gehen wir noch hier lang. Denn hier gibt es unten noch ein paar Sachen. Außerdem, also hier gab es übrigens wieder so einen königlichen Assassin. Wie der sich hierhin verirrt hat, das muss man mir auch nochmal erklären. Aber gut, wie gesagt, denn der König, die waren ja auch schon in der Niemandswerft. Wahrscheinlich sollen die einfach dafür sorgen, weiter Jagd auf Leute machen. Wenn ich recht informiert bin. Müsste doch. Ah ne, das ist dann unten bei den. Wir sind nicht hier unten bei den Dienstbotenquartieren. Genau, wir können uns jetzt hier noch ein bisschen über die Lore hier auslassen. Genau, außerdem ein Pharaos Wahrheitsverkünder. Zweitens, eine coole Statue. Drittens, eine ziemlich coole Statue. Ich denke, das ist der Herrscher, von dem alle gesprochen haben, der hier die Festung umfunktioniert hat in ein Gefängnis. Weil, wie gesagt, er sieht sehr herrschermäßig aus mit seinem coolen, coolen Schwert, was er hat. Und seiner coolen, ja, was ist das eigentlich? Eine Schriftrolle, denke ich mal. Also wahrscheinlich irgendein gläubiger Führer. Ja? Ein Führer, liebe Freunde. Und hier sind coole... Ich war der felsenfesten Überzeugung? Nein, nein, nein. Oh Gott, ich wäre jetzt gerade beinahe in die Dinger reingerollt. Das hätte mich ja voll explodiert mit der Fackel in meiner Hand. Ich war der felsenfesten Überzeugung? Ja, sind wir nicht hier unter den Dienstbotenquartieren? So viel steht dann fest, liebe Freunde. Da sind wir noch woanders. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass hier unten noch irgendwo der Passur auf uns wartet. Der Verfolger. Wieder mal. Sozusagen. Ich glaube, das ist das letzte Mal? Vorletzte Mal? Glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht mehr mitgezählt. Hier unten sind übrigens coole Dinge eingelagert. Ich glaube nämlich, aus den verschiedensten Regionen der Welt, von eingekerkerten Untoten, sozusagen, haben sie hier die Dinge. Ja, ja. Natürlich. Natürlich. Ach, jetzt sind wir hier. So, ach, ich bin da einfach nicht weitergegangen, ich Depp. Ja, okay, alles klar, ich Depp bin einfach nicht weitergegangen. Hier hätte ich ja noch weitergehen können. Richtig, genau. Einfach von den verschiedensten Untoten, die sie eingekerkert haben, haben sie die verschiedensten Dinge hier quasi in irgendwelche Kisten gepackt und quasi in, ja, so eine Art Keller gestellt. Hier sind ja auch aus den verschiedensten, sag ich mal, Gebieten, sind ja hier Assets eingebaut, ne? Diese Vasen stehen eigentlich woanders, ne? Also es ist wie so eine Art Konglomerat, wie so eine Art Abstellraum, möchte man sagen. Am Ende des Tages gilt das auch für diese Statue, wie auch immer sie hier reingewuchtet haben. Aber hey, Magie, liebe Freunde, Magie. Außerdem hier für diese schöne Statue, die einer bestimmten Dame, die wir später noch treffen, sehr ähnlich sieht, wenn man mich fragt. Aber das gibt's nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Sag mal, seid ihr alle bescheuert? Hast du alle einen Knall? So, du kannst mir mal schön gestohlen bleiben da drüben. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Ich will nämlich jetzt diesen Pharaos Wahrheitsverkünder jetzt endlich mal aktivieren hier. Ich hab die... liebe Freunde. Ich bin unglücklich. Ich hab keinen. Ich habe keinen. Wo finde ich denn die nochmal? Upsala. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Weil ich die Fackel ausgemacht habe. Hätte ich auch gleich nochmal die... verdammt, da hätte ich auch gleich nochmal die Fackel anlassen können. Und da oben die komische... Naja, egal. Gut, liebe Freunde. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Ich habe keinen Pharaos Wahrheitsverkünder. Wo hatte ich denn den? Sag mal, warum habe ich das vorher eigentlich nicht... Warum habe ich das vorher nicht ordentlich gemacht, Philipp? Warum habe ich das vorher nicht ordentlich vorbereitet? Weil der ist ziemlich wichtig. Das ist so mit der wichtigste. Weil der öffnet ein... Glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, öffnet der ein weiteres Areal. Wenn ich mich richtig erinnere. Na gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, dann gehen wir die Abkürzung weiter. Also die Abkürzung, dann gehen wir einmal hier rum. Ist lange her, seit ich hier war. Wir gehen dann genau dann da oben. Nee. Doch. Nee, da oben. Oh Gott, ich bin doch bescheuert, liebe Freunde. Es tut mir sehr leid. Ich bin etwas verwirrt heute. Genau, dann gehen wir hier lang. Und... Dann hier lang, genau. So war das. So machen wir das, liebe Freunde. Und dann gehen wir einfach nochmal hier so runter. So, wem fallen wir jetzt in den Rücken? Dir fallen wir in den Rücken. Gut. So, das Fass brauche ich nicht mehr. Wir gehen zum Leuchtfeuer rein, theoretisch. Ah, jetzt ist das Licht ja wieder an. Komisch. Naja gut, dann gehen wir zum Leuchtfeuer und beamen uns zu den Dienstbotenquartieren. Dann holen wir uns den Pharaos Wahrheitsverkünder später. Dann müssen wir das halt mal später machen. Eigentlich habe ich gedacht, wir können es in einem Rutsch hier alles abfrühstücken. Aber nein, liebe Freunde, geht leider nicht. Dann müssen wir nochmal zu den Dienstbotenquartieren. Und dann machen wir noch eine Sache.
Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Ach du grüne Neune. Weil ich so am Anfang so viel über die Lindelt-Erzdrakensekte gesprochen habe. Aber hey, genau. Und jetzt, liebe Freunde, haben wir nämlich einen kleinen weiteren Besuch von unserem lieben Freund, dem Verfolger. Der ist es hier definitiv hier unten. Wo ist er? Da ist er. Ach, dann war das... Ui, das wäre beinahe schief gegangen. Da haben wir hier noch einen. Alter, ich habe so wenig von diesen komischen... von diesen Pharaos Wahrheitsverkündern. Das ist ja nicht mehr feierlich. Wo kriege ich die denn überhaupt alle? Könnt ihr mir das nochmal erzählen? Oh Gott. Aus Amon! So, Ruhe. Gut, das nächste Mal... ich glaube, das war das letzte Mal, oder? Jetzt nochmal kommt da nicht der gute Verfolger, wenn ich richtig informiert bin. Ah, eine große Keule. Achso, und außerdem wollte ich mir doch jetzt die ganze Zeit diese schönen Dinge durchlesen, die ich da gerade unten in den ganzen Truhen eingesammelt habe, wo ich extra noch gesagt habe, wie so eine Abstellkammer. Ja, dann war das der. Dann war, oh, vielleicht ist ja hier einer drin. Vielleicht ist ja in dieser Dings einer drin. Hätte ich mal eine Fackel mit nach unten genommen. Ich habe jetzt gerade mein Schild sowieso nicht gebraucht. Nee, hier nur eine Priesterglocke. Ja, wahrscheinlich auch wieder so von eingekerkerten Leuten. Interessant, dass es übrigens eine Lindelt-Sekte gab, ne, die ja auch Priester oder Gläubige sind. Und dann finden wir hier dann nur eine Priesterglocke. Wahrscheinlich hat die dem vielleicht sogar gehört. Haben sie ihm abgenommen und in so eine Kiste gepackt. Ja, liebe Freunde, wo kriegen wir denn die Pharaos Wahrheitsverkünder her? Ich war doch jetzt eigentlich fast überall. Ich müsste jetzt rein theoretisch nur noch... Nee, ich war jetzt eigentlich überall. Wo gibt's denn noch Pharaos Wahrheitsverkünder? Oh, liebe Freunde, das ist ein Rätsel für die nächsten Tage, sage ich jetzt einfach mal. Wo gibt's denn hier noch? Weil ich bräuchte rein theoretisch zwei, weil wie gesagt, bei dem einen, ich weiß gar nicht mehr bei welchem, ist dann noch das andere Level, wo wir dann auch gegen die Gargoyles kämpfen. Aber, liebe Freunde, ich glaube, liebe Freunde, wir machen jetzt hier mal einen kurzen Cut, nicht weil ich, oder machen wir einen? Am Ende mache ich es dann beim nächsten Mal hier. Wir haben gegen den Verfolger ganz oft gekämpft. Ich habe ganz viele Seelen zum Aufleveln. Ich wollte ja noch die Items durchlesen. Gott behüte. Ey, Philipp, was ist denn los mit dir heute? Mensch. Irgendwie ist gerade irgendwie der Wurm drin. So, was habe ich denn eigentlich alles? Ich habe den Parierdolch, genau. Da ist leider gar nichts dran. Da war früher ja, dass das aus Karim war. Ja, aber Karim gibt es ja nicht mehr, liebe Freunde. Ne? Weil, ne, Karim gibt es immer noch in Dark Souls 3. In Dark Souls 1 gab es das auch, aber komischerweise nicht mehr in Dark Souls 2. Wie kann das nur sein? Vielleicht, weil Dark Souls 2 ja wirklich nach den Ereignissen von Dark Souls 3 und Dark Souls 1 spielt, liebe Freunde. Weil wirklich, also wir hören nichts mehr von Vinheim, wir hören nichts mehr, also wir hören, glaube ich, grob was von Vinheim, glaube ich mal. Irgendwann nochmal was von Vinheim. Aber das hat ja nichts zu heißen, aber wir, so viele Dinge existieren nicht mehr. Und dann existieren die plötzlich wieder in Dark Souls 3? Ich glaube es nicht, liebe Freunde, von daher. So, ich habe einen Knochenstab eingesammelt, so viel steht fest. Und eine Zwillingsklinge. Wo ist der Knochenstab? Wo ist der Knochenstab? Ich habe zumindest auf jeden Fall eine große Keule eingesammelt. Ne? Eine große hölzerne Keule, durchaus keine elegante Waffe, sondern ein schwere bestialisches Teil, das Schildabwehr mit Leichtigkeit durchbricht. Dann haben wir hier unsere Zwillingsklinge. Eine aus seltenem Geiststahl gefertigte Zwillingsklinge. Wurde für ranghohe Dranglake-Ritter entworfen, was auch die verzierungsreiche Gestaltung erklärt. Geiststahlausrüstung ist qualitativ hochwertig, da dieser Stahl jedoch sehr so selten ist, wurden nur wenige dieser Waffen im Kampf verwendet. Also, hier haben sie sogar einen Dranglake-Ritter. Naja gut, klar. Wir haben ja auch die Dranglake-Soldaten, die Königssoldaten sind ja hier auch, quasi. Deshalb könnte man auch vermuten, dass dieser Herrscher, der die hier alle eingekerkert hat, natürlich Vendrick ist, der König von Dranglake. Aber das nur nebenbei. Wo ist denn hier? Achso, Quatsch, ist ja nicht mehr. Ich bin so bescheuert, das ist ja gesondert aufgeführt. Hier, der Knochenstab, ziemlich cool. Ein aus Tierknochen gefertigter Stab, Beschleuniger für Zauber und Hexereien. Richtig ausgebildete Zauberer erhalten ihren ersten Stab von ihrem Meister, sobald sie ein bestimmtes Leistungsniveau erreicht haben. Wer ohne angemessene Ausbildung bleibt, muss sich selbst anfertigen. Also, ist von einem quasi... ja, Do-it-yourself-Zauberer gemacht worden. Außerdem noch unsere Priesterglocke, aber die haben wir uns, glaube ich, schon durchgelesen. Genau, Dranglake war die Heimat vieler Kleriker, doch König Vendrick schätzte ihre Kräfte nicht sonderlich und sah sie lediglich als Teilnehmer an Ritualen. In dieser Hinsicht war Dranglake kein guter Ort für ambitionierte Kleriker. Vielleicht hat er deshalb die Lindelt-Sekte sich gesagt, wir mögen den guten Vendrick nicht, machen lieber unseren eigenen Kram und dann soll der uns gar nicht in die Karten gucken. Ne? Also generell ist das halt so ein Ort, weil der gute Vendrick ja auch nichts von den Göttern selbst hielt. Also er hielt nichts davon von dieser alten Anbetung, dieser alten, schon längst vergessenen Götter, sondern er hat sich gesagt, nee, ich habe ja in die Essenz der Seele geblickt, ich weiß, wie das funktioniert. So,
Genau, sonst habe ich hier nichts mehr eingesammelt, was irgendwie sinnvoll wäre. Priesterglocke, Knochenstab, Zwillingsklinge habe ich sonst noch. Und den Pariadolch habe ich eingesammelt, genau. Aus verschiedenen Sachen. Okay, liebe Freunde, dann gucke ich, wie ich bis zum nächsten Mal an Zweifahrer aus Wahrheitsverkünder komme. Tut mir leid, wir haben natürlich ein bisschen Gameplay gesehen und ich habe auch ein bisschen was erzählt. Ich habe auch hoffentlich jetzt vielleicht ein bisschen deutlicher gemacht, wie ich das mit der Timeline meine. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich da irgendwann nochmal eine Podcast-Episode, wo ich wirklich nur entspannt am Leuchtfeuer sitze und einfach mit euch darüber rede. Vielleicht mache ich hier dann auch wirklich mal einen Podcast raus. In dem Sinne, liebe Freunde, bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, auch wenn die letzten beiden Teile wahrscheinlich ein bisschen, ja, die sind bei mir im Stress aufgezeichnet. Ich habe beim letzten Teil eigentlich ja schon gesagt, ich nehme mir jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, aber nein, es gibt dann wieder Stress und ich will trotzdem euch Teile liefern. Von daher seid mir nicht böse, wenn ich ab und zu mal ein bisschen abschweife und mal nicht einen ganzen Gedanken zu Ende führen kann. Ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem Spaß, auch wenn ich mich nicht ganz so gut angestellt habe. Vor allem jetzt mit den Pharaos Wahrheitsverkündern, das hätte ich besser planen können, liebe Freunde. Aber vielleicht klappt das ja beim nächsten Mal. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wünsche euch noch viel Spaß im Internet, im Restlichen, nicht nur hier bei Verspielt Game mit Herz, sondern auch anderswo. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.